Hey, haben Sie eine Frau namens Jade Aldemir gesehen? Lange dunkle Haare, so eine Taffe. Ja, hab ich. Sie hat mit dem da drüben gesprochen. Danke. Dem da drüben, wer ist das? Ja, finden Sie den da drüben. Alles klar, Mann. Ich hab gedacht, Mutti spielt nicht mit. Jade! Bist du hier? Wer sind Sie? Was wollen Sie? Deine Mutter, oder? Keine Spur von Jade. Mist. Hey, können Sie mir helfen? Ich suche nach einer jungen Frau. Dunkle Haare, zierlich, schlagfertig. Sie heißt Jade Aldemir. Ja, die war hier. Sie haben sie gerade verpasst. Sie saß hier eine Weile mit finsterer Miene herum und verschwand dann. Scheiße. Hat sie gesagt, wohin sie wollte? Nein. Aber Sie sind Crane, richtig? Das ist von ihr. Amir, warum hat sie das für mich dagelassen? Keine Ahnung, aber sie bat mich, Ihnen etwas zu sagen. Nicht noch einmal. Was immer das heißen soll. Okay. Kleine Bitch. Ich brauch mal wieder mal einen Arsch versucht hier. Oh, Standard Höllenfeuer 640. Nehmen wir mit. Jetzt geht's eigentlich. Du wirst nirgends etwas Besseres finden. Ja, hier kannst du 300 Millionen Quests annehmen. Scheiße, ja. Oh, Dave Junior. Der ist an der Wand oder was? Ah, malt wieder, malt an Wänden rum. Ja, Mann. Crane, schön dich wiederzusehen. Spike? Mensch, wie kommst du hierher? War nicht einfach. Egal, Bracken sendet Grüße. Hör zu, ich bin von nun an immer hier zu finden, okay? Alles, womit ich dir in den Slums helfen konnte, steht dir jetzt auch hier zur Verfügung. Alles klar. Danke, Spike. Kein Problem, Kumpel. Hau rein. Der ist immer überall irgendwie der Typ, ne? Ich glaube, der ist ein Geist. Ja, vor allem irgendwas machen wir falsch, wenn der doppelt so schnell hier war wie wir. Ja, Mann. Der könnte gerne noch einen Heimweg. Oh. Bauplan. Entwurf Wolke 7, Mod. Und Gas. Meinst du? Mal kurz gucken, warte mal. Entwürfe. Wolke 7. Wo bist du? Da. Ich geh erstmal auf YouPorn. Ja, Giftgas. Stufe 2. Giftgas Stufe 2, Alter. Vielleicht. Ist auf YouPorn? Ich hab ein PC mit Internet gefunden. Was auch richtig nice wäre, wenn du sagst, wenn du die Questen dir anhören könntest und aber nicht annehmen. Total sinnlos. Was soll das bringen? Er frisst ein Süppchen. Händler. Der hat noch eine Quest, lass mal mit dem reden hier. Übrigens. Ach ja. Ja? Arbeitest du mit Gewehr? Dann besuch mal unseren Büchsenmacher, Rupert. Macht aus einer Spielzeugpistole eine Haubitze. Ein Schalldämpfer wäre nützlicher. Wo finde ich den Typen? Er ist eine Weile nicht mehr in der Werkstatt gewesen. Schau in seiner Wohnung nach. Kann ich machen. Rupert, der Büchsenmacher. Heißt er, dass er eine Töchter hat, oder? Was ein schlichter Witz. Ja, Mann. Ich weiß. Hier ist das Spielerversteck. Brauche ich auch gerade nicht. Sieht mal die scheiß Taschenlampe aus hier. Jade Crane hier. Hörst du mich? Jade, kannst du mich hören? Nichts. Troy Crane hier. Bist du da? Gut, dass ich dich erwische. Savi hat es geschafft, das Störsignal zu durchdringen. Komm am besten zurück. Du musst das einfach sehen. Warum? Was muss ich sehen? Was da draußen passiert.
Du musst es mit deinen eigenen Augen sehen. Komm schnell zurück. Ich meine es ernst. Sieht gemütlich aus. Hey, ich habe den Bruder von Chuck Norris gefunden. Bruder von Chuck Norris? Ja, muss man nach hier rumkommen. Auf dem Dach, oder was? Ja. Ach so, Mort Norris. Crane, ich bin Mort Norris. Vor dem Ausbruch habe ich im Rathaus gearbeitet. Fachbereich Modernisierung und Erhaltung der hydraulischen Infrastruktur. Ein ziemlich anspruchsvoller Job. Er fehlt mir inzwischen mehr als meine Kinder. Ah, okay. Aber du wolltest mich was fragen? Ja, ich sollte das Wasser hier in der Gegend wieder zum Laufen bringen. Aber das kann ich nicht, solange es hier von Untoten nur so wimmelt. Könnte ich dich überzeugen, das zu erledigen? Es wäre eine nette Geste, die sicherlich einige, wenn nicht Dutzende, zu schätzen wissen. Was muss ich tun? Leite einfach den Fluss des Wassers um. Das ist alles. Es wäre eine Riesenhilfe. Und unser wunderschöner Brunnen würde dann wieder sprudeln. Ja, okay. Was muss ich dafür tun? Super. Großartig. Du musst nur zu diesen drei Pumpstationen und die Ventile aktivieren. Hier, ich zeig dir, wo sie sind. Aha, alles klar, Entwurf 2.0. Und bei jedem dieser drei Pumpstationen laufen zwei RAM-Typen rum, musst du sehen. Vor allem, nur. Lies mal den ganzen Satz. Entwurf 2.0. Wasser, irgendwas mit Wasserentwurf. Ja, Entwurf, Wasser 2.0, Entwurf 2.0. Entwurf 2.0. Ja, aber ich würde trotzdem, haben wir jetzt ja angenommen, die Questen? Noch mehr? Ah, da ist noch ein Ausrufezeichen. Mufit. Mufit. Wolltest du jetzt alle annehmen, oder was? Ja, nehmen wir uns die drei an. Dann arbeiten wir die aber dann heute noch ab. Vielleicht. Hä? Die Musik so laut auf. Da hat einer echten Todeswunsch. Okay, eine Sache des Glaubens. 10.000 und 1.500 und Mittel. Okay, schön. Ja, schlafen oder? Ja, oder? Oh. So nötig habe ich es jetzt nicht. Zehn Stunden später. So. So, guck mal, im Norden wäre gleich eine Pumpstation und wo die Musik herkommt. Nördlich okay. Von hier. Aber ich würde am liebsten noch zu dem Turm, weil die hat gesagt, wir sollen sofort hinkommen. Ja und? Nacht überlebt. Ja, lass das schnell machen, aber das ist dann nicht durcheinander, ich will es nicht durcheinander. Das ist scheiße, da müssen wir dann gleich die Pumpstationen alle machen. Bitte. Lass uns die machen mit dem, was sehen wir, mit der Musik und dann die eine Pumpstation, die da ist. Du bist, alles klar. Warte, ich aktiviere die. Warte, ich aktiviere die Quest. Mach doch, was du willst. Bis du die aktiviert hast, bin ich schon da. Ach, wobei, Dave schafft das eh wieder nicht. Hier ist ja wieder Straße dazwischen. Ich bin da raus, wo die Musik kommt. Das will ich. Das will ich. Ja, Dave schafft das nicht und dann ist tot. Ja, vielleicht war der Kletterhaken nicht funktioniert. Vielleicht war Straße dazwischen. Da war auch, aber der Kletterhaken hat nicht funktioniert. Ja, der manchmal muss er nachladen hier, so Dings. Du musst nicht nachladen. Oh, ich höre die Musik bis hierher. Was? Aua. War da Straße dazwischen? Nee, Wand. Das ist auch ungeschickt.
leicht mit dem Kletterhaken. Da muss ich mich dran gewöhnen. Manchmal greift er an der Kante nicht, aber nachdem er Kletterhaken eingesetzt hat, ist er bescheuert. In meinen Augen. Das ist meine Macke. Geil, ich bin zu weit. Das ist bis hierher, die Mucke. Oh. Warum sie hier sind. Ja, geil aus. Und Spielerversteck. Er hat gesagt, er weiß, warum wir hier sind. Ja, ja. Bist du schon hier? Ich würde F drücken, aber. Ja, ich bin jetzt halt hier. Ich war nur auf der anderen Seite. Ihr Erzfeind erwartet sie. Er wartet schon sehr lange. Sind Sie ihm begegnet? Er wollte meine Visionen einst zu seinem Vorteil nutzen. Aber ich werde einem wie ihm nichts offenbaren. Ihnen dagegen schon. Und wie viel soll das kosten? Der Preis ist hoch. Aber Sie werden ihn nicht an mich zahlen. Gehen Sie jetzt zum Fluss. Dort finden Sie ein duftendes Nachtschattengewächs, das sich nur im Mondlicht zeigt. Die Rauchschwaden seiner Glut helfen Suchenden, den Schleier zu durchdringen. Nichts mehr auf Lager? Ich brauche einige Zweige dieses Krauts. Vielleicht besorge ich sie. Aber schalten Sie besser diese Musik ab. Hier tritt nur ein, was ich eintreten lasse. Nun muss ich meinen Geist entleeren. Mach die scheiß Musik aus, Alter. Dann entleere ich deinen Darm, Alter. Ich habe keine Flusskräuter. Natürlich. Kannst aber auch nur nachts. Bei Nacht sammeln. Ja, gut, alles klar. Dann lassen wir die erstmal so stehen. Finde ich doof. Dann nehmen wir jetzt den. Wobei. Suchgebiet ist markiert, auf jeden Fall. Suchen Sie am Fluss nach Nachtkräutern. Hallo. Ja, komm, die war einfach mal jetzt hier. Ja, genau. Ich bin da immer dabei, wenn Nacht ist, gell? Nein! Jetzt war der Tag sich beim Aufladen. Also ich komm. Ne, das hat er nicht geschafft, der Enterhaken. Viel zu tief. Ich weiß nicht, ob wir den nochmal hochgehen. Was hat er nicht geschafft? Ist zu weit, also ich hab von da oben aus hab ich keinen Trigger gekriegt. Ja, ich werf den auch erst, wenn ich in der Luft bin. Und nicht, wenn ich noch auf dem Gebäude stehe. Achso. Das hätte er schon geschafft, der war noch nicht aufgeladen. Nee, da drüben erst noch. Ja. Drüben war gut, ich bin in der Schuhe oder sowas, da ist sowas. Nee, Flossi. Ah! Nein, an dem Gift gestorben. Warte, ich komm. Ah, scheiß Spucker. Und vor allem soll ich mich ja sowieso mal heilen, wenn ich gerade tot war, aber. Unbedingt. Ist das? Nee, ist das nicht. Nee, ich habe knopflos hier eine Pilze bisher gefunden. Ja. Also wahrscheinlich tatsächlich wieder nur bei Nacht. Ja, irgendwas mit dem Schleier ist ja, gell. Aber schade, dass es nicht dabei steht, gell. Wo es ja natürlich Nachtkraut heißt, gell. Aber gut. Er hatte auch sowas gebrabbelt, aber da er nicht dabei stand, dachte ich, probieren wir mal.
So ist es. Gut, dann nehmen wir, aktivieren wir die nächste Quest, weil Nacht haben wir ja gerade aus hinter uns. Das kann man natürlich nicht benutzen. So, dann nehmen wir die Springbrunnen wollte man nehmen. Ich habe hier gerade was gefunden. Bin gerade in Katakomben. Mal sehen, wo ich da rauskomme, wenn ich da durchlaufe. Ah, in der Bahnhofstoilette, geil. Ist das eklig. Außerordentliche Heimwerker-Axt. So, also da zu dem Wasserrohr in 151 Metern oder was? Ist es? Na, drei Stück schnell, das können wir doch schnell machen. Und dann gehen wir zum. Ja, dann war noch eine, die was das Nachtschatten. Was haben die denn hier veranstaltet? Die wollten alle da durch. Ja, okay. Okay, Zeit für euch. Frage ist, was die dritte Quest war. War Nachtschatten. Ach, der Büchsen machen. Oh, pass auf! Hier sind komische Dingensfuzzis. War Eis. Ich muss mich. Ich hab mich mal eben ins Wasser geflüchtet. Jetzt komme ich hier wieder nicht raus, ey, wie ich das hasse. Da ist Wasser, ey. Hier. Ich glaube, wir haben ein GI-Paket hier, scheinbar. Ja, ich weiß noch nicht, ich guck nur gerade, was die auf der anderen Seite bewacht haben. Na, vielleicht, dass wir mal hin müssen. Nö. Ich dachte, ich hier wäre auch ein GI-Paket, vielleicht gehören die aber gehören die mit dazu drüben hin und waren auch nur auf falsche Seite gespawnt. Ja, das habe ich auf jeden Fall, kannst du abholen. Ja. Wie du vielleicht an den Pfeilen gemerkt hast, die hier in den Leichen stecken, habe ich auch auf die geschossen. Ne. Ah, okay. Oder eher, ich habe versucht. Nicht den. So, hier auf der anderen Seite geachtet. So, wo ist jetzt unser Possibility, unser... Auf der anderen Seite. Ah ja, da drüben, genau. Ah ja, hier muss man rein. Das. Renn ja mal richtig ab hier. Ist alles voll Strom. Taktischer Rückzug, ey. Dann sprengt schon wieder alles da oben.
Ja, weißt du, wie viele Zombies sonst hier drin wären, wenn ich die nicht alle oben aufgehalten hätte? Vier? Hm, genau, vier. Ah. Da ist der Dreck. High Voltage. Da muss irgendwo was geben zum Strom abschalten. Keine Ahnung, ich habe erstmal eine verschlossene Truhe gefunden, die du übersehen hast. Der rote über dir, ob du da dran triggern kannst, da. Nö, kannst du nicht. Weil das schon so schön leuchtet. Wolltest du dir das Zeug aus der Kiste nehmen? So, ne, ja. Achso, ja, dann lass es. Das ist gleich matschig. Jetzt schon. Ja, Rest Day, bei Rest Day wäre ich immer müde, wie Sau, ey. Ach, hier, komm mal rein, ja. Da war auch ein Encounter. Ah, hier, ich hab's. Oh, die Mucke die ganze Zeit hier. Oben aus? Keine Ahnung. Da ist eine Tür. Und die will ich ran. Ja, Strom aus. Okay, ich mach das Ding schnell aus. Ja, an. Ist da verrostet, der Mist. Zwei Monate blickt die Weltöffentlichkeit nun schon gebannt auf die Stadt Haran, seit dort eine bislang unbekannte, grausame Krankheit ausgebrochen ist. Es ist noch nicht klar, was die schreckliche Epidemie ausgelöst hat. Das dortige Verteidigungsministerium errichtete kurz nach dem Ausbruch eine Quarantänemauer. Die wenigen Überlebenden in der Stadt werden vom Global Relief Effort kontinuierlich aus der Luft versorgt. Doch obwohl der GRE den Einwohnern, die wegen der Quarantäne in Haran feststecken, helfen will, bis ein Heilmittel entwickelt ist, will das Verteidigungsministerium radikaler vorgehen, um die Verbreitung des Virus zu stoppen. Die Frage ist, gibt es noch Überlebende in der Stadt, die nicht infiziert sind, wie der GRE behauptet? Und wird das Ministerium seinen Plan, die Stadt zu vernichten, um den Haran-Virus endgültig auszumerzen, auch dann in die Tat umsetzen, wenn dem so sein sollte? Ob aufgrund des Virus oder der Pläne des Ministeriums, eines steht fest. Harans Tage sind gezählt.